Nächster Redner, Michel Remon, danke, die Grünen. Herr Präsident, Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, Zuseherin zu Hause. Man hat ja das Gefühl, manche Diskussionen in dem Haus ändern sich nie und laufen immer im Kreis, wenn es um Russland-Sanktionen geht. Und den Krieg auf der Krim, ist das so ein Fall? Ich habe hier eine Anfrage an den Wirtschaftsminister von vor 8 Jahren, die sie genauso liest, wie freiheitliche Argumentationen sich seitdem lesen. Kein Wort der Kritik an Russland, kein Wort der Unterstützung für die Ukraine, aber nur die Frage, warum die Sanktionen Österreich so sehr schaden, der EU so sehr schaden und wie lange das in irgendeiner Form noch geht. So läuft die ganze Diskussion seit Jahren. Hätten wir uns im Fall der Krim härter eingesetzt zur Unterstützung der Ukraine und zur Eindämmung der russischen Aggression mit Sanktionen, hätten wir vielleicht diese Diskussion jetzt gar nicht mehr. Aber wir haben sie immer noch und deswegen verlängern wir jetzt wieder Sanktionen. 4 Parteien werden das machen. Die Freiheitlichen sind natürlich nicht dabei. Die SPÖ ist dabei. Aber ich werde auch der SPÖ, ich streue auch der SPÖ dafür keine Blumen. Wie sie in der Aktion, in dem Thema agieren, ist so zwiespältig, dass das nicht geht und so nicht geht. Wissen Sie warum? Die Anfrage, die ich hier habe, ist keine freiheitliche Anfrage, sondern ist eine SPÖ-Anfrage vor 8 Jahren vom Kollegen Matznetter, der genau in derselben Diskussion vor 8 Jahren schon gegen Sanktionen argumentiert hat. Dieses Mal stimmen Sie mit, das müssen Sie auch, weil die Verlängerung der Sanktionen so gestaltet ist, dass die Stadt Wien weiterhin Gas einkaufen kann und im Winter Energieversorgung hat. Und darauf müssen wir sorgen, darauf kümmern wir uns auch als Grüne. Deswegen stimmen Sie mit, aber nicht aus Überzeugung. Nicht aus Überzeugung, das haben wir bei der Rede von Präsidenten Zelensky gesehen und das geht jetzt so weiter. Und das Ganze ist ein außenpolitisches Problem für Österreich. Es ist deswegen ein außenpolitisches Problem für Österreich, weil Sie den Kollegen Matznetter vorgestern zum Vorsitzenden des Außenpolitischen Ausschusses gemacht haben und gestern hat er in dieser Funktion schon wieder außenpolitisch Schaden angerichtet, behaupte ich einmal. Und ich würde Sie wirklich dringend bitten, das zu überdenken, ob das in dieser Form geht. Wir haben gestern als Abgeordnete ein Treffen mit der spanischen Botschafterin gehabt zum EU-Vorsitz der Spanier, wo es um das nächste halbe Jahr EU-Politik gehen hätte sollen oder gegangen ist über weite Teile, wo 3,5 Parteien sich zum Kosovo geäußert haben, was Spanien unternehmen wird im nächsten halben Jahr im Vorsitz. Spanien erkennt den Kosovo nicht an. Die ÖVP hat das kritisiert, die Grünen haben das kritisiert, die Neos haben das kritisiert und von Spanien proeuropäische Politik verlangt. Ihre Kollegin Holzleitner hat es auch kritisiert, deswegen sage ich 3,5. Und dann meldet sich der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses zu Wort, lobt die Spanier dafür, dass sie den Kosovo nicht anerkennen, lobt noch die Art und Weise, wie sie das machen, äußert Verständnis dafür, dass das nicht geht, äußert Verständnis für die Nichtanerkennung durch Serbien, unterstützt wieder einmal pro-serbische und pro-russische Politik in diesem Haus und das als Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses. Das ist unpackbar. Der Kollege Matznetter war lange Zeit Vorsitzender der österreichisch-russischen Freundschaftsgruppe. Das war eine rot-blaue Freundschaftsgesellschaft, eine rot-blaue Organisation. Als die Blauen übernommen haben, wurde eine eigene rote russisch-österreichische Gruppe, Forum Österreich-Russland heißt es, gegründet, wo jetzt solche Politik gemacht wird. Und die pro-russische Gruppe hat jetzt den Vorsitz im Außenpolitischen Ausschuss des österreichischen Nationalrates. Das ist ja unpackbar. Das ist unpackbar. Wissen Sie, was dann gefallen ist, der inhaltliche Punkt? Spanien ist ja bei der NATO und 1999 hat sich die NATO im Kosovo-Konflikt falsch verhalten. Das ist die Diskussion, die wir bei der spanischen Ratspräsidentschaft dann führen, statt dass wir über die Zukunftspolitik der Europäischen Union gehen. Das geht so nicht. Kollege Matznetter ist jetzt nicht drin, hoffe, er kommt wieder rein. Ich würde erwarten, dass er hier dazu spricht. Er ist nicht auf der Rednerinnenliste, obwohl das seine Funktion ist und obwohl er seit 10 Jahren die Russlandpolitik der SPÖ in dieser Form macht. Kollege Drobitsch,
untadelig, aber ist der Konsumentensprecher. Ich habe jetzt nachgeschaut, was der Kollege Drobitsch in den letzten 10 Jahren zu Russland geäußert hat. Ich habe keine einzige Aussendung gefunden. Ist klar, dass jetzt, wenn das etwas Unverbindliches sein soll, jemand dazu so spricht, aber so geht das nicht. Ich erwarte von der SPÖ, dass sie proeuropäische Politik macht. Ich erwarte von der SPÖ, dass sie sich klar von der russischen Aggression abgrenzt und dass sie eine Lösung dafür findet, wie die österreichische Außenpolitik im österreichischen Nationalrat gemacht wird. Von Michel Remond von den Grünen gibt es Kritik an der SPÖ und an der außenpolitischen Positionierung der Fraktion in Sachen Russland, aber auch bei anderen Konflikten.